Hallo und herzlich willkommen, hier ist Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten vom 31. März. Die Zahl der Arbeitslosen in der Region ist im März leicht gesunken. Demnach lag die Quote im Altkreis Senftenberg bei 8,6%. Arbeitslos gemeldet sind 3.338 Personen, 64 weniger als im Februar. Im Vergleich zu März 2020 sind es jedoch rund 180 Arbeitslose mehr. Von der Krise am stärksten betroffen sind Langzeitarbeitslose. In diesem Monat betraf das 1.582 Menschen, 244 mehr als vor einem Jahr. Die Agentur für Arbeit in Senftenberg hat aktuell rund 700 offene Stellen, vor allem für Fachleute aus dem Metallbereich, der Elektrobranche oder dem Baugewerbe. Ostern daheim mit einem Topf voller Gold. Das Museum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz bringt sein Osterprogramm erneut ins heimische Wohnzimmer. Da die Einrichtung weiterhin geschlossen ist, wird das Museum auf digitale Kanäle ausweichen. Gemeinsam mit Seenluft24. Hattest du es nur so eilig? Bereits zum zweiten Mal wird das Osterangebot aus dem Kreismuseum OSL bei Seenluft24 gezeigt. In den vergangenen Tagen hat das Wandertheater Schwalbe im großen Schlosssaal das Märchenstück Der Frieder und das Katerlieschen vor der Kamera aufgeführt. Die Geschichte stammt aus der Feder der Gebrüder Grimm und erzählt von fleißiger Arbeit, einem Topf voller Gold und einer nächtlichen Räuberjagd. Die junge Bauersfrau Katerlieschen ist nicht allzu sehr mit Verstand gesegnet. Trotzdem ist sie bemüht, den Haushalt auf das Beste zu regeln. Dabei unterläuft ihr so manche Panne, bis sie schließlich den Familienschatz gegen nutzlosen Plunder eintauscht. Seenluft 24 überträgt das Theaterstück in seinem Osterspezial über die Feiertage vom 1. bis zum 6. April. Ab dem 1. April kann das kurzweilige Märchen zudem direkt über die Homepage des Museums angeschaut werden, unter www.museums-entdecker.de. Skater und Biker aus Großrheschen bekommen eine neue Skaterbahn, eine sogenannte Quarterpipe. Die Jugendlichen hatten mit Quartiersmanagerin Karin Krüger und der Projektgruppe Soziale Stadt Ideen gesammelt und einen Plan entworfen. Das jetzt aufgebaute Modell hat verschiedene Höhen und ist über 6 Meter breit. Auch für die nächsten Jahre seien noch Projekte übrig geblieben, da die zur Verfügung stehenden Mittel begrenzt seien, so die Stadt. Finanziert wird die Anlage mit 20.000 Euro aus dem Fördertopf Soziale Stadt. Die Seniorenakademie der BTU Cottbus-Senftenberg startet am kommenden Mittwoch in ihr nächstes Online-Semester. Im vergangenen Semester sei das neue Format sehr gut angekommen, so Anne-Kathrin Rössel vom Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung. Gleichzeitig verspricht sie spannende Themen. Die Vorlesungen drehen sich unter anderem um die Neutralisation saurer Tagebaugewässer, um die Klimaforschung in Grönland oder um Geld, Gesundheit und Sport. Auf dem Programm stehen zudem 2 Exkursionen und eine Open-Air-Veranstaltung. Mehr dazu finden Sie auf der Homepage der BTU. Und nun zu den Kurzmeldungen. Nach den Fällen von Geflügelpest in der Region bleibt die angeordnete Stallpflicht weiterhin bestehen. Wie das Landratsamt auf Seenluft24 Nachfrage mitteilt, gab es am großen und kleinen Dub keine weiteren Funde. Am Sonntag wurde jedoch ein toter Wildvogel in Ortrand geborgen und Dienstag ins Landeslabor Berlin-Brandenburg gebracht. Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im OSL-Kreis ist am Mittwoch um 60 gestiegen. Damit gab es rund 400 aktive Fälle und 20 Personen wurden stationär behandelt. Die 7-Tage-Inzidenz sank leicht auf rund 194. Landesweit an erster Stelle steht nach wie vor Elbe-Elster mit einer Inzidenz von 260. Der FLB will die laufende Fußball-Pokalsaison auf Landes- und Kreisebene zu Ende spielen. Vorausgesetzt, die behördliche Verfügungslage lasse das zu, so der Verband. Mit Ausnahme des AOK-Landespokals der Herren könnten einzelne Wettbewerbe auch nach dem 30. Juni beendet werden. Die laufende Punktspielsaison der Amateure wurde am vergangenen Montag abgebrochen.
Landwirtschaftliche Betriebe dürfen ausländische Saisonarbeitskräfte länger sozialversicherungsfrei beschäftigen. Laut Bundeslandwirtschaftsministerium steige die Dauer von 3 auf 4 Monate. Möglich ist das von März bis Ende Oktober 2021. Würden Saisonarbeitskräfte länger in den Betrieben bleiben, reduziere das den Personalwechsel. Das sei ein Beitrag zur Pandemiebekämpfung, so Ministerin Julia Glöckner. Und weiter, die Ausweitung müsse eine pandemiebedingte Ausnahme sein und dürfe keine Dauerregelung werden. Fahrerflucht in Senftenberg. Mittwochmorgen ist eine Autofahrerin in der Greifswalder Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Pkw gestoßen. Die 63-Jährige hinterließ eine Nachricht und fuhr weiter. Polizeibeamte führten später einen Alkoholtest durch, der ergab 0,48 Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. In Senftenberg verschwanden am Dienstag 2 E-Bikes an einem Keller in der Usedomer Straße. Die Höhe des Sachschadens wurde auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Das war Seenluft 24, der Tag. Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf das Osterwetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Die kommenden Tage sind sonnig und niederschlagsfrei. Am Donnerstag steigen die Höchstwerte noch einmal auf angenehme 18 Grad. Dann wird es spürbar kühler. Freitag und Sonnabend erreichen die Tagestemperaturen dann nur noch Werte um 10 Grad. In den Nächten ist Bodenfrost möglich mit bis zu minus 3 Grad.